Guten Tag, mein Name Kruscher von Globales Handelsplattform. Nun mal im Ernst, ich begrüße euch. Heute habe ich drei Videos für euch. Beim ersten Anruf frage ich mich, warum der in Deutschland anruft. Der war mit allem komplett überfordert. Am Schluss bleiben den Betrügern nur zwei Möglichkeiten: beleidigen oder flüchten. Viel Spaß mit den Anrufen, die nach dem Intro losgehen. Hallo? 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 Sigmund Wegenecht, ja? Bitte? Ihr Name ist Sigmund? Ja, richtig, das ist mein Vorname. Aber mein Nachname bitte, wir kennen uns ja nicht. Wegenecht, Wegenecht, Wagenecht. Nee. Wagen ja, ist richtig, nein. Lese doch mal die... Nein, Wagenknecht. Da ist ein K drin. Ja. Ah, okay, entschuldigen Sie bitte. Ich habe gesehen, dass Sie sich auf der Superfly Safe registriert haben. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe mich auf mehreren Seiten registriert. Ah, so. Ja, ich... Ich würde sagen, dass ich kann ihr ein Konto für das Trading öffnen. Ah ja, okay. Und, Sie interessieren sich in Investitionen? Natürlich, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Ja, okay, ja. Haben Sie Erfahrung? Ich habe Erfahrung. Die Frage ist, in was muss ich Erfahrung haben? Ja, und Erfahrung war gut oder nicht? Die Frage, in was soll ich Erfahrung haben? Ja, ich habe nur gefragt, ob Ihr Erfahrung war gut. In was soll ich denn Erfahrung haben? In Investitionen. Ja, ich habe vor langer Zeit mal Aktien gekauft, ja. Und wie läuft das? Was war? Ja, läuft gut. War gut, ja? Ja. Sie hätten einen Broker, Finanzanalytiker. Was ich hätte? Was hätte ich? Finanzanalytiker. Oder Sie haben gemacht selbst? Ich habe das selbst gemacht. Allein? Selber gemacht. Ah, selbst. Okay, okay. Ja, ich habe verstanden. Ich will erklären über unsere drei Dienste. Ja, dann erklären Sie mal. Ja, unsere Dienste, wir haben drei Dienste. Zum Beispiel automatischer Roboter-Analytiker. Ja, Sie haben gehört? Haben Sie gehört davon? Nee, Sie haben es ja gerade gesagt. Automatische Roboteranalyst. Das ist der eine okay. Dienst. Und was sind die anderen Dienste? Ja, wir haben auch andere, ja, natürlich. Wir haben auch einen eigenen Finanzanalysten. Ja. Wir haben auch Schuld- und Sitzungen. Was bitte? Schuld- und Sitzungen. Verstehe ich nicht. Unsere, Schuld und Sitzungen? Was heißt Schuld und Sitzungen? Verstehe ich nicht, das Wort. Ja, Schuld und Sitzungen, ja. Ach, Sie meinen Schulungssitzungen, nicht Schuld und Sitzungen. Sie sprechen nicht gut Deutsch, richtig? Ja, ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Akzent, Entschuldigung. Ja. Nee, also das ist kein Akzent. Welches ist denn Ihre Muttersprache, wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen? Ja, ich war in Deutschland 5 Jahre vor. So, ja. Und dann haben Sie so schwer. Und dann haben Sie so wenig Deutsch gelernt, wenn Sie 5 Jahre in Deutschland sind? Okay. Nein, ich war 1 Jahr vor 5 Jahre. Ach so, vor 5 Jahren waren Sie 1 Jahr in Deutschland. Wo waren Sie denn hier in Deutschland? Ja. In Verden. Verden? Ist, ist,
ist neben Bremen, neben Hamburg. Ja, ich weiß, Pferden an der Aller. Pferden an der Aller, ja, richtig, richtig. Ja. Okay, und wo sind Sie jetzt? Jetzt bin ich in London, in einer, ja, in Superfly Safe. Ich bin Assistentin und ja, ich bin Daniel Weißmann. Daniel Weißmann. Ah ja. Okay, also Superfly Safe oder wie heißt Ihr Portal dann so oder? Ja, Superfly Safe, ja, richtig. Okay, dann buchstabieren Sie mir das nochmal. Super. S-U-P-A. Fly. E-A? Safe. E-A? Nein. S-U-P-A. P-A? Super, ja, super. Super. In am Ende A. Am Ende A. Also S-U-P-A. Ja, richtig, genau, ja. Und weiter? Und dann Fly. F-L und dann Y? Y, ja, richtig. Ja, und weiter? Und dann S-A-F-E. Superfly Safe. Und dann die Endung, also sprich die Domain-Endung? Punkt .co. C-O. C und O, ja. Ah ja, okay. Das ist also Ihre Plattform? Ja, richtig. Okay, ja. Okay. Gut, und was können Sie mir bieten? Ja, ich kann... meine Arbeit ist, ein Konto für das Training öffnen, für Ihnen. Okay. Ja, so... Ich habe gesagt, dass wir haben drei Dienste, automatische Roboter, Finanzanalysten und Schulungssitzungen. Okay, ja gut. Und mit was kann ich bei Ihrer Firma handeln? Wenn Sie sich interessieren, wir haben drei Arten von Anzahlungen. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Handeln, ja, wir haben drei Möglichkeiten. Das haben Sie gesagt. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Sie haben eine Visa oder Master. Wollen Sie mir nicht erstmal sagen, mit was ich bei Ihnen handeln kann? Sie verstehen kein Deutsch. Okay, eine Minute bitte. Eine Minute. Ach, und in einer Minute verstehen Sie dann Deutsch? Okay, da bin ich mal gespannt. Okay, ich habe verstanden. Ja, was haben Sie denn verstanden? So, ich kann ihr schicken ein... zum Beispiel in Ihrer E-Mail oder WhatsApp. Und was wollen Sie mir schicken? Informationen. Ja, ich habe Sie doch am Telefon. Sagen Sie mir doch einfach, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Ja, haben Sie WhatsApp oder Mail? Möchten Sie meine Frage nicht beantworten? Ich habe etwas gefragt. Ich habe nicht so verstanden, ihr. Mit was kann man bei Ihnen handeln, bei Ihrer Firma? Mit was für kann ich Kryptos kaufen, kann ich Aktien kaufen, kann ich Gold kaufen? Mit was kann ich bei Ihnen handeln? Sie meinen zum Beispiel Bitcoin, ja, Krypto. Sie verstehen wirklich kein Deutsch. Warum rufen Sie dann in Deutschland an, wenn Sie kein Deutsch sprechen? Ja, kann ich bitte ihr schreiben in WhatsApp oder Mail?
Ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Firma, wenn Sie schon so nicht wissen, worüber man handeln kann, womit man handeln kann. Dann erzählen Sie über Ihre Firma. Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Entschuldigung, ich spreche mit meiner Finanzberater, okay? Eine Minute. Eine Minute, okay. Hallo, Herr Sigmund Wagenknecht. Ja, wer spricht da bitte? Oliver Kattelt. Ja, okay. Und unsere Kollegen haben Sie an mich weitergeleitet. Ja, Und da ich sprach ja kein war, Deutsch. ja, dann werde ich Ihnen mal weiterhelfen. Also, Sie haben mir mitgeteilt, Sie haben Interesse im Cryptocurrency, also Nein, nein, Krypto. nein, ich habe gefragt, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Also bei uns könnt ihr handeln mit Firmenwertpapiere, Cryptocurrency, also Bitcoin und Untercoins, also die neuen Bitcoins, so Ethereum und alles andere. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit Erdgas, Öl und so weiter. Okay. Bei uns können Sie sogar Kaffee oder Zucker kaufen, wenn Sie möchten. Zucker kaufen oder mit Zucker handeln? Mit Zucker handeln, an Wertpapiere meine ich, Zuckerwertpapiere. Ach so, okay. Gut, und man kann also bei Ihnen richtig zum Beispiel auch Gold kaufen. Oder geht es nur, Richtig. also es geht nicht nur um CFD-Handel. Nein, geht auch mit Gold, Silber und so weiter. Ja, gut, also nicht nur CFD. Nein, nicht nur. Weil Haben CFD ist ja also nur auf den Preisunterschied zu handeln. Das ist ja mehr Wetten. Okay. Nein, Sie können auch anlegen und dann halt auf dem Zeitplan halt wieder verkaufen. Das geht natürlich bei uns auch. Okay, Wir sind okay. halt nur eine Zwischenplattform, wo Sie die Möglichkeit haben, halt die Einkäufe und Verkäufe zu machen. Okay, gut. So wie es anhört, haben Sie schon Erfahrung? Ja, ich hab mal mit Aktien gearbeitet, ja. Also dann möchte ich Ihnen nochmal mitteilen, also es gibt bei uns natürlich die Möglichkeit, dass Sie selber manuell Einkauf und Verkauf machen oder Sie hätten bei uns die Möglichkeit, dass Sie einen Roboter benutzen und vor allem der Roboter arbeitet mit Bitcoin, also Bitcoin-mäßig, so Ethereum oder eine andere Cryptocurrency. Da hätten Sie die Möglichkeit, dass Sie unseren kostenlosen Roboter nutzen könnten. Also Roboter, das heißt, da ist halt kein menschlicher Bedarf dabei, der macht halt keine Fehler. Dann Also hätten Sie 7 Tage, 24 Stunden die Möglichkeit, den Roboter arbeiten zu lassen für Sie. ein Oder, Handelsbot. ja, Handelsbot, ein Bot, richtig. Also Sie kennen sich ja richtig aus, das ist schon mal gut. Kommt selten vor. Ja, natürlich. Kann ja durchaus Oder, sein. ja, und es gibt dann noch die Möglichkeit, dass Sie einen von unseren Broker nutzen können. Da hätten Sie halt die Möglichkeit, einen höheren Verdienst zu verdienen. Da verdienen Sie halt von Ihrem Investment, kriegen unser Broker 10% von Ihrem Verdienst und Sie die 90%. Und bei Okay. uns kostet der Bot nichts. Sie müssen für den Bot extra nichts zahlen. Und dann hätten Sie nochmal nebenbei die ganzen Lehrbücher und die Videos auch noch dabei. Wir Lehrbücher. haben Lehrbücher, genau. Ah ja, okay. Entschuldigung wegen meinem Deutsch, weil ich habe momentan die letzten paar Wochen nur noch auf Englisch geredet. Nee, Da habe ist. ich jetzt auch momentan ein bisschen Schwierigkeiten, wieder zurück auf Deutsch zu kommen. Ja, nee, Sie verstehen man ja schon mal ganz gut. Das ist ja schon mal prima. Das ist ja gut. Und Falls da mal zwischendurch ein Fehler ist, entschuldigen Sie mich auch natürlich. natürlich, ist kein Problem. Das ist alles kein Thema. Gut, so und superfly.co ist Ihre Plattform. Genau, Okay. also ja, und möchten Sie denn, dass wir Ihr Account, also Ihre Seite, Ihre Plattform aktivieren? Ja, erstmal habe ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Firma. Ne? Also, Natürlich, natürlich, fragen Sie gut. ruhig, dafür sind wir da. Ihre Firma, ist das eine erfahrene Firma? Wie lange sind Sie schon am Markt? Wir sind circa 10 Jahren aktuell registriert in England. Ja, Okay. 10 Jahre Erfahrung. Okay, das heißt, registriert. Sie sind ja dann ein Finanzdienstleister. Und wo sind Sie dann Richtig. registriert? In England.
Ja, bei wem denn in England? Im Finanzamt. Das Finanzamt registriert? Nein, es geht um die Regulierung. Also, ich könnte Ihnen auch ein Zertifikat durchschicken, ne? Nee, das können Sie mir einfach sagen. Das können Sie mir einfach. Ja, also so. Also, da kennt sich, glaube ich, unsere Broker besser aus. Aber so wie ich es mitbeteilt habe, oder warten Sie mal kurz, ich frage mal meinen Vorsitzenden, damit ich Ihnen auch keine falsche Information mitteile. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, fragen Sie ruhig, kein Problem. Sekunde bitte. Herr Wagenknecht? Ja. Also wir sind, also mein Vorsitzender hat gerade mitgeteilt, dass wir privat angemeldet sind bei Lloyd Banks in England. Nein, es geht ja nicht um die Bank, es geht ja um die Regulierung Ihrer Firma. Sie sind ein Finanzdienstleister und Sie müssen ja reguliert sein. Und in England gibt es hier nur zwei Gesellschaften, die sowas regulieren. Und bei welcher der beiden sind Sie nun reguliert? Ja, so wie es mir gerade mitgeteilt worden ist, sind wir halt als Privatanleger bei Lloyd Banks angemeldet. Nein, das hat ja nicht als Privatanleger. Sie sind ja eine Firma. Dann sind Sie ja kein Privatanleger. Nein, der Privat. Warten Sie nochmal, ich frage nochmal nach. Ganz kurz bitte. Ja. Und schon ist er raus. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hier ist Wolf vom Porträt Online Handeln. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Also Sie haben auf unserer Plattform angemeldet, ist richtig? Für Bitcoin Online Handeln. Wen wollten Sie denn sprechen? Hier wohnen mehrere Leute. Heinz, Herbert, also du bist der Dick. Ah ja, Sie, okay. Oder? Das bin ich, ja. Mhm. Haben Sie angemeldet für Online Handeln, Bitcoin? Ja, richtig. Ja, und wen Sie möchten investieren auf unserer Plattform? Ich wollte Ihnen gerne helfen, um Ihre Kontakte wählen. Ja, gut, dann erzählen Sie erstmal. Okay, haben Sie Erfahrung über Online-Handeln oder ist das erste Mal? Doch, ich habe schon eine Menge online gehandelt. Gar nicht? Ich habe schon eine Menge online gehandelt. Ah, okay, super. Also wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform, automatisches System und manuelles System. Auf automatisches System, hier gibt es einen Roboter, wir heißen das Algorithmus, ja, und dieser Roboter werde alles für Sie fertigen. Auf der anderen Seite, Sie werden eine persönliche Kundenbetreuer bekommen und diese Person werde Ihnen für die alle Schritte unterstützen. Das bedeutet, Sie brauchen nichts zu tun, also Sie werden nur Ihr Konto mit einem Mindestbetrag aktivieren. Unser Mindestbetrag ist 250 Euro, haben Sie das auch durchgelesen, Herr Büsterdi? Nee, das habe ich so genau nicht gelesen, nee. Sie können nur also für einmalige, für Ihre Kontoaktivierung 250 Euro einzahlen und dann sofort anfangen zu investieren. Das ist auch Ihre, gell? Sie können auch mit diesen 250 Euro investieren. Und warum ist das so mit den 250 Euro? Bei der Börse gibt es sowas ja nicht. Für Ihre Kontoaktivierung, Herr Düsterdick. Ja, aber bei der Börse gibt es sowas ja nicht, dass man nur mit 250 Euro anfangen kann. Das ist immer so, also für wir sind Investitionsplattform, also internationale Online-Investitionsplattform. Sie sollen also mit 250 Euro Ihre Konto aktivieren, anfangen, ja? Das ist immer so. Ja, naja, also gut, aber bei der Börse ist es nicht so. Da muss man nicht mit einer bestimmten Summe anfangen. Ist dann das nur bei Ihrem Unternehmen so? Öffnen. Ja? Ist das nur bei Ihrem Unternehmen so oder wie? Also, Sie haben schon Erfahrung, ja? Und haben Sie noch nie eingezahlt, oder? Für Ihre Handelskonto? Nein, ich hab noch kein Handelskonto. Sie haben gesagt, Sie haben vorher investiert schon. Sie haben Erfahrung. Nein, ich habe Erfahrung im Handeln, ja. Das stimmt. Okay, Herr Düsterdick, bei uns, das ist so, also für wir sind eine internationale Investitionsplattform. Also, wenn Sie möchten Ihre Konto aktivieren, Sie können nur für einmalige 250 Euro einzahlen und dann Sie können auch mit diese 250 Euro investieren, etwas kaufen, ja? Wenn Sie möchten, ich werde Ihnen gerne helfen für Ihre Kontoaktivierung. Ja, gut, okay. Welche Firma war das jetzt nochmal? Portraits. Portraits.
Portrades heißt das, ne? Genau, genau. Auf Deutsch sagen wir Portrades, genau. Okay, und das ist Ihre Plattform heißt portrades.de oder? .com. .com, aha, okay. Haben Sie schon durchgelesen, also unsere Webseite besucht? Nee, habe ich so noch nicht, nee. Okay, gut. Dann, also wie gesagt, wir haben zwei Systeme. Wie möchten Sie investieren? Also normalerweise haben Sie sich entschieden, oder? Noch nicht? Nö, erstmal noch nicht, weil ich weiß ja erstmal noch nicht wenig über Ihre Firma. Also Sie haben schon angemeldet, deswegen ich habe gedacht, also Sie haben schon durchgelesen und... Nö, da gab es ja nicht viel zu lesen über Ihre Firma. Okay, Herr Düsseldick, möchten Sie Ihre Kontakte wählen? Ja, wenn Sie mehr über Ihre Firma sagen, gerne. Und wie möchten Sie Ihre Überweisung, mit Überweisung oder mit Kreditkarte möchten Sie? Ja, wie gesagt, möchte ich erstmal was über Ihre Firma erfahren. Wir sind also Aktivierungsabteilung, Herr Düsseldick. Ich kann Ihnen helfen, um Ihre Kontaktwährung. Nach der Kontaktwährung, Sie werden auf jeden Fall einen Anruf von unserer Kundenbetreuer bekommen. Und diese Person, also die werden Sie informieren über alle diese Systeme. Wie funktioniert automatisches System und manuelles System, ja? Nee, ich möchte erstmal etwas über Ihre Firma erfahren. Wo sitzt diese Firma? Zum Beispiel. Aus welchem Land rufen Sie denn an jetzt? Also, wir sind Investition, also in eine internationale Investitionsplattform. Unser Hauptsitz in England, ja. Okay. Und wir haben auch Unternehmen in Deutschland, Polen, Schweiz, Frankreich und Israel, Litauen und so weiter. So, also internationale Investitionsplattform sind wir. Okay, und ja? wo haben Sie Ihre Filiale in Deutschland? Also ich bin zurzeit in Deutschland, also in Heilbronn. Kennen Sie? In Heilbronn. Okay, haben Sie in da Heilbronn, mal eine Adresse genau. für mich? Herr Düsseldick, muss ich nicht sagen, Herr Düsseldick. Warum nicht? Also wir sind in Heilbronn. Ja, und warum können Sie mir Ihre Filiale warum aus... Brauchen Sie, warum brauchen Sie diese Informationen? Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich ein... Ja? Ich bin ein Investor und ich möchte gern wissen, mit wem ich investiere, bei wem ich investiere. Und dazu gehört aber auch die Adresse. Sie brauchen nicht unsere Unternehmen, oder? Also wir Doch, sind natürlich. Wir sind Callcenter. Nee, Herr Düsseldick, wir sind Callcenter, wissen Sie. Ja wir gut, aber Sie rufen doch für diese Portrades.com an. Sie müssen nicht zu unseren Unternehmen kommen, sondern Sie müssen, also Sie sollen also online handeln, ja? Ja, deswegen aber trotzdem muss ich doch wissen, wo das Unternehmen sitzt. Ja. Also das sage ich Ihnen neben Kaufhof, ja? Ah, genug für Sie. Ja, sagen Sie mir doch mal die Adresse. Herr Düsseldick, ja. ich denke, also Sie machen nur Spaß und Sie möchten das nicht, ja? Ich mache nur Spaß, also, ich mache nur Spaß, weil ich wissen will, bei wem ich registrieren will. Bei wem ich einzahlen will, mache ich Spaß, wenn ich wissen will, wo diese Firma sitzt. Das macht Spaß? Mein Gott. Also, Herr Düsseldick, ja, Sie und? Können zuerst schlau machen, ja? Ja, das mache ich ja gerade bei Ihnen. Und Kaufhof, kennen Sie das? Können Sie mir die Adresse sagen? Können Sie mir die Adresse sagen? Heilbronner Straße. Wo leben Sie? Augenblick, erstmal frage ich jetzt gerade. Heilbronner Straße. Bronner Normalerweise Straße. Und Postleitzahl, die Nummer? Okay, dann Sie machen nur Spaß. Herr Nein, ich bin ein Investor und ich will wissen, wo ich investiere. Ich bin Callcenter, also ich habe nicht genug Zeit. Wir haben viele Kunden, ja. Wir arbeiten. Herr Düsseldick, wenn Sie sich entschieden, bitte... Nee, wenn Sie mir schon gar nicht sagen, wo Ihre Firma sitzt... Okay, dann machen wir es mal anders. Wo sind Sie denn? Hallo, lassen Sie mich vielleicht mal ausreden? Nein, lassen Sie mich nicht? Okay, wenn Sie mich ausreden lassen, dann hat sich das sowieso für mich erledigt. Sie sollen nicht diese Sache fragen, Herr Düsseldick. Ja, ich soll nichts fragen. Ja, es ist klar, sowas hätten Sie gerne. Sie sind eine Betrügerfirma, ich sehe das schon. Überhaupt nicht. Doch, sind Sie doch. Machen Sie zuerst schlau.
Nein, Sie sind eine Betrügerfirma. Ja, ja. Ist ja auch schon bekannt. Porträts ist ja nun sehr schon bekannt in ganz Deutschland, dass es eine Betrügerfirma ist. Ja, ja, Betrüger. Mein Gott, wie dumm. Bitte? Verstehen Sie kein Deutsch? Jürgen Würgen, richtig? Ja, Jürgen Würgen, ja, ja, richtig. Okay. Okay, hallo? Also, Herr Würgen, hier spricht Thomas Mancini von Aux Capital. In unserer Werbung, Sie haben eine Anmeldung gemacht und deshalb kontaktiere ich mit Ihnen, ja? Es geht um Online-Handel, richtig? Ja. Deswegen rufen Herr Sie Würgen, ja sicher an. Wie bitte? Deswegen rufen Sie ja sicher an. Ja, deswegen rufe ich ihn. Okay. Also, Herr Würgen, ich bin Ihr Account Manager und meine Arbeit ist es, Ihnen helfen, um dieses Konto zu aktivieren. So, Herr Würgen, sagen Sie mir bitte, haben Sie irgendeine Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie relativ neu hier? Eine Erfahrung? Meinen Sie Erfahrung? Ja, ja. Ja, ja, habe ich, tatsächlich. Ich habe früher mit Aktien gehandelt. Mit Aktien haben Sie gehandelt, mit Krypto nicht? Nee, nicht mit Krypto. Aber verstanden. Also mit Aktien haben Sie alleine gehandelt oder in einem Unternehmen? Na, die Aktien waren von einem Unternehmen. Hab verstanden. Okay, und sind Sie damit zufrieden? Ja, bin ich. Okay, sehr gut. Also, Herr Würgen, ich interessiere mich auch. Was war in dieser Werbung für Sie so interessant, dass Sie haben entschieden, da eine Anmeldung zu machen? Na, ich wollte mich halt informieren. Das war das Interessante. Ich wollte mich informieren. Sie wollten nur informieren? Nein, ich wollte dann auch gegebenenfalls mit einer seriösen Firma handeln. Hab verstanden, okay. Und was gefällt Sie in dieser Werbung? Ja, also, wollen wir jetzt über Werbung reden oder wollen wir über Trading reden? Okay. Ja, also ich interessiere mich das auch. Ja, was ist die Motivation? Warum gefällt hier? Ja, Geld Werbung verdienen ist meine Motivation. Hab verstanden, okay. Also, Herr Würgen, von unserer Würgen, Seite, nicht Wogen, Würgen. Jürgen, ja. Würgen. Jürgen. Nicht Würgen, sondern Würgen. Ja, ich sage Würgen. Ah ja, okay, jetzt klappt's ja. Okay. Also, Herr Würgen, von unserer Seite, wie Sie in dieser Werbung gesehen haben, Sie bekommen ein automatisches Software-System, Autotrader. Dieses System für Sie ganz eigenständig kauft und verkauft durch algorithmische und mathematische Statistiken, ja? Das haben Sie auch in dieser Werbung gesehen, richtig? Ach, Sie reden dauernd über Werbung. Erzählen Sie mir doch jetzt mal was über Ihr Unternehmen. Kann ich bei Ihnen irgendwelche Coins kaufen? Ja, natürlich. Okay, dann kann ich... Wir handeln hier mit Krypto, mit Forex, mit Aktien, mit Index, mit alles, ja. Bei uns können Sie mit alles handeln, ja. Also, mit unserer Hilfe, was ist die wichtigste? Von unserer Seite, Sie bekommen alle Hilfe und alle Unterstützungen, was Sie brauchen, um ein erfolgreicher Trader zu werden, ja. Jetzt, in diesem Fall, Sie möchten mit Krypto handeln, richtig? Ja, richtig. Okay. Was wissen Sie über Krypto? Wissen Sie zum Beispiel die Beliebteste Kryptowährung Bitcoin? Ja, habe ich von gehört, ja. Übrigens, ja, Sie möchten wo mit Sie Bitcoin sagen, handeln, oder? Ja, zum Beispiel. Die Frage ist ja, ich habe ja jetzt endlich mal einen Fachmann da. Der Fachmann kann mir sicherlich mal erklären, im Zusammenhang mit Kryptos wird ja oft von der Blockchain gesprochen. Was ist die Blockchain? Also Blockchain ist eine Kryptobank, ja? Eine Kryptobank? Wo haben Sie Bank? Ja, das ist eine Kryptobank. Wo können Sie diese Kryptowährungen kaufen, ja? Also, haben Sie Blockchain-Account, oder? Ja, habe ich auch, ja. Ich habe eine Wallet, ja.
Eine Wallet haben Sie, ja. Welche Kryptowährung haben Sie gekauft in diese Wallet? Ja, Ethereum. Ethereum, ja. Also habe ich verstanden. Sie haben das einfach gekauft, aber Sie handeln nicht mit das, ja, richtig? Nee, deswegen suche ich ja nach neuen Unternehmen. Auch verstanden, okay. Und das ist ja eine gute Entscheidung, dass Sie haben entschieden, bei uns diesen Online-Handel anfangen, denn unser Unternehmen hat die beste Ergebnisse letzten 3 Jahre auf dem Finanzmarkt, ja. Und bei uns, Sie können sehr erfolgreich mit Kryptowährungen handeln, ja. Mhm. Also, Herr Rogan, wie ich schon gesagt habe, ja, sagen Sie. Ja, wie war jetzt Ihre Plattform nochmal, dass ich das nochmal... Ich weiß ja jetzt, das hatten Sie vorhin gesagt, aber nennen Sie mir doch mal Ihre Webadresse, Ihre Plattformadresse. Aux Capital. So, dann gebe ich das mal ein. Aux Capital mit C. A wie Anton. Ja. U wie Ulrich. Ja. X. Ja. Punkt. Punkt. Punkt, ja. Ja. Xavi Cesar. Ja. Perry Power. Was bitte? Perry Power. Ja. Ivi Ida. Ja. Perry Theodor. Ja. Avi Anton. Ja. Elvi Ludwig. Okay. Und wie geht's ja. weiter? Ja, gehen Sie in unsere Plattform, wenn Sie möchten. Achso, da gibt's keine Domain-Endung. Nein, da gibt's nicht. Okay, ja, alles. Okay, dann schauen wir doch einfach mal. So, und Ihre Firma, wie lange existiert die jetzt schon? Es existiert schon 5 Jahre. Mhm. Gut, okay. Und wie kann man jetzt bei Ihnen einzahlen? Also, jetzt, Herr Würgen, wir machen diese Kontoaktivierung zusammen. Ja, deshalb habe ich Ihnen angerufen. Das ist meine Arbeit. Ich soll Ihnen helfen für diese Kontoaktivation. Ja, Herr Würgen, ich interessiere mich nur, mit welchem Betrag möchten Sie diese Konto aktivieren? Das habe ich noch nicht festgelegt. Das habe ich, dazu muss ich erstmal ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Hinterher kann ich das festlegen. Wie können wir dann jetzt gemeinsam das Konto aktivieren? Also Sie aktivieren diese Konto mit Ihrer Investition, mit Ihrem ersten Kapital. Also für diese Online-Handel zu anfangen, Sie brauchen Ihr Kapital haben, ja, Anfangskapital haben. Und für diese Anfangskapital haben Sie diese Möglichkeiten, diese 3 Möglichkeiten. Also Mindestanlage ist 250 Euro, dann ist 500 Euro und dann ist 1000 Euro. Ja, das ist Ihre Entscheidung, mit welchem Betrag werden Sie diese Konto aktivieren. Das ist ja schön, dass ich das entscheiden darf. Ja, danke. Ja. Ja, und die Frage war ja, wie kann ich das jetzt bei Ihnen einzahlen? Okay. Ich interessiere mich, haben Sie, welche Einzahlungsmöglichkeiten verwenden Sie? Normalerweise haben Sie Kreditkarte, Master oder Visa? Ja, ich meistens mache ich das per Online, über SEPA-Überweisung. PayPal-Überweisung, ja, ich habe verstanden, aber leider, wir haben jetzt mit PayPal technische SEPA! Verstehen Sie kein Deutsch? SEPA-Überweisung. Ja, ich verstehe Deutsch, ja. Ja, aber das dauert 1 bis 3 Werktage, bis dieser Betrag in Ihrem Handelskonto... Ja, das ist ja doch nicht weiter schlimm, das macht doch nichts. Das ist von Online-Banking, ja, diese SEPA-Überweisung, Sie machen das ja. von Ihrem Online-Banking, richtig? Natürlich, SEPA ist ja immer nur vom Konto. Ja, aber SEPA können Sie auch mit Ihrem Bank machen, ja. Das ist doch Konto, Konto ist doch Bank. Konto ja, ist Bank. Ich verstanden, aber manche Leute machen das mit ihrem Telefon, mit ihrer Online-Bank und manche Leute gehen in Bank und so machen diese Einzahlung, ja, diese Überweisung. Ja, wichtig ist doch, dass ich eine SEPA-Überweisung machen möchte.
Habe verstanden. Okay, Herr Würgen, Sie können diese Überweisung machen mit Ihrem Online-Banking. Ja, ich sende Ihnen unsere offizielle Zahlungslink. Damit können Sie mit Ihrer Online-Bank diese erste Investition machen und dieser Betrag wird sofort in Ihrem Handelskonto sichtbar, ja? Ja, gut, okay. Okay. Dann können Sie das... Okay, warten Sie bitte. Ja. Das ist Ihre E-Mail, ja, Jürgen... 45@gmail.com. Ja, das ist richtig. Okay, habe verstanden. Jetzt sende ich Ihnen unseren Link. Ja. Okay, warten Sie bitte. Ja, warte ich doch gerne. Sind Sie jetzt am Computer, oder? Ja, bin ich. Okay, sehr gut. Habe ich schon das gesendet? Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang. Ja, da ist noch nichts da. Okay, aktualisieren Sie diese Seite. Ja, ist immer noch nichts ja. da. Nicht, noch keine Mail da. Noch aber, nicht? Aber Sie können mir okay, ja dann was können. Sie können mir ja in der ja. Zwischenzeit, bis die Mail dann ja kommt, mal erklären. Wo sitzen Sie denn? Wo sitzt denn Ihre Firma? Also warum interessieren Sie das? Na gut, ich bin Investor, da möchte ich gerne wissen, wo Ihre Firma sitzt, bei der ich investieren möchte. Ist also das eine... nein, das ist Online-Handel. Sie brauchen nicht so gleiche Informationen. Doch, natürlich. Man muss, ja, doch, wissen, ja. man muss doch wissen, wo okay, der rechtliche ja. Sitz einer Firma ist. Ja, ja. Ja, genau. Fragen Sie das Ihre... Das weiß Ihre Mutter, ja? Fragen Sie das. Meine Mutter weiß, wo Ihre Firma sitzt?